Hallo und herzlich willkommen bei Bald Sports Tech. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Letztes Jahr im Jänner ist die Phoenix 7X erschienen. Dieses Jahr im Mai bereits der Nachfolger, die Phoenix 7X Pro. Parallel dazu aber auch die Epix Pro in 51 mm. Ich kann mir vorstellen, dass einige da draußen jetzt sagen, ich finde die Uhren ja urcool, aber ich habe keine Ahnung, wo die Unterschiede sind. Die sind doch alle so gleich. Welche soll ich mir holen? Und genau das ist die Thematik meines heutigen Videos. Ich habe die letzten Tage und Wochen damit verbracht, die Uhren zu vergleichen, zu schauen, was ist gleich, wo sind die Unterschiede und ist der Elevate Generation 5, das ist der Pulsmesser der neuesten Generation, wirklich besser wie der Vorgängervariante. Ich hoffe, das hilft eurer Kaufentscheidung und würde sagen, starten wir mit dem Video. Ich habe hier liegen die Phoenix 7X Saphir Solar, die Phoenix 7X Pro Saphir Solar und die Epix Pro in 51 mm. Wir starten bei den optischen Unterschieden bzw. bei den Dingen, die optisch gleich sind. Also das Gehäuse ist bei allen im Prinzip gleich. Das Design des Gehäuses, der Unterschied ist einfach nur, ja, hier ist eine helle Variante und hier haben wir zwei dunkle Varianten. Wenn wir die Uhren aufeinander legen, sieht man hier, dass die Knöpfe gleich angeordnet sind. Die Sensoren sind auf der gleichen Seite und auch hier sind die Knöpfe komplett gleich. Den ersten optischen Unterschied, den man erkennt, ist, wenn man die Uhren umdreht. Denn hier ist links und rechts der Elevate Generation 5 verbaut, der neueste optische Herzfrequenzmesser von Garmin und in der Mitte noch der Generation 4. Der Generation 5 ist im Vergleich zum Generation 4, man kann das relativ gut erkennen, größer. Das hat den großen Vorteil, dass weniger Licht von der Seite eindringen kann und somit die Pulsmessung nicht gestört wird. Zusätzlich sieht man, dass hier zwei LED verbaut sind, hier sechs. Im Alltag gibt es hier keinen Unterschied, denn wenn ich meinen Finger hier drauf gebe, dann leuchten nur zwei. Bei einem Workout hingegen schalten sich dann alle sechs LEDs ein. Zusätzlich, auch wenn es noch nicht offiziell ist, ist zu erwähnen, dass davon auszugehen ist, man sieht hier diese Metallteile, dass die neuen Sensoren EKG-fähig sind, aber diese Funktion noch nicht freigeschalten ist. Alle drei Varianten, die ich hier habe, haben eine Titanlünette und ein Saphirglas verbaut. Sie unterstützen alle 26 mm Quickfit-Armbänder. Sieht hier den Anschluss und kann somit Lederbänder, irgendwelche Tactical Bands, Nylonbänder oder auch irgendwelche anderen Silikonbänder verwenden. Alle drei Uhren haben auf der Oberseite, man sieht das hier oder auch hier, eine LED-Taschenlampe verbaut. Mit einem Doppelklick lassen die sich aktivieren. Das ist bei der Epix Pro und bei der Phoenix 7X Pro eine verbesserte Variante, die ist ein bisschen heller. Aber man muss auch dazu sagen, dass das Licht der Phoenix 7X auch ausreichend hell ist. Etwas, was ich auch sagen möchte, alle drei Varianten haben einen Multiband-GPS-Chip verbaut. Das ist sozusagen das Beste und Genaueste, wenn es um GPS-Messung aktuell geht. Reden wir mal über den Elefanten im Raum, das Display. Also, die Phoenix 7X hat das altbekannte MIP-Display. Das ist super in der Sonne ablesbar, ist im Prinzip immer eingeschaltet, leuchtet von selbst nicht, wird heller, wenn es dann angestrahlt wird. Man kann aber auch eine Hintergrundbeleuchtung hinzuschalten und ist natürlich extrem akkuschonend. Die Phoenix 7X Pro hat ein verbessertes MIP-Display. Ausgeschaltet fällt kein Unterschied auf, eingeschaltet ist es aber heller und kontrastreicher. Auf der 7X schaut Weiß zum Beispiel eher wie Grau aus oder Schwarz hat auch so einen Graustich. Auf der Pro-Variante muss ich sagen, schaut das eher schon wie Weiß aus. Das Problem ist nur, dass man diesen Unterschied leider am Video nicht erkennt. Also in der Realität kann ich euch bestätigen, das ist schon ein Unterschied und das ist auf jeden Fall
besser erkennbar. Beziehungsweise ist es auch so, dass das Display der Phoenix 7 Pro oder 7X Pro in meinem Fall auch viel, viel heller wird. Das schönste Display hat aber definitiv die Epix, die hat ein AMOLED-Display, das hat natürlich viel mehr Farben, ist kraftvoller, kontrastreicher, aber natürlich auch akkufressender. In dunklen Räumen ist das Display wirklich perfekt abzulesen, in direktem Sonnenlicht zwar mittlerweile auch problemlos zu lesen, aber nicht so gut wie das MIP-Display. Wie sieht es mit der Akkulaufzeit aus? Ich blende euch jetzt dann eine Tabelle ein, wo ihr die ganzen Unterschiede seht. Was man hier sieht, ist, dass die Phoenix 7X sowie die Phoenix 7X Pro den gleichen Akku haben. Von daher haben sie auch die exakt gleichen Akkulaufzeiten. Die Epix Pro bekommt den Enduro 2 Akku spendiert, der ist ein bisschen größer und schafft somit für eine Uhr mit AMOLED-Display auch sehr, sehr gute Werte, im Smartwatch-Modus sogar bis zu 31 Tage, wenn man das Always-On-Display deaktiviert. Aber selbst mit aktivierten Always-On-Display schafft die Epix Pro 11 Tage, aber kann natürlich mit dem MIP-Display nicht mithalten. Hier schaffen die Phoenix 7X bzw. 7X Pro sogar mit Solarunterstützung bis zu 37 Tage. Also das ist natürlich sehr stark. Und natürlich, je mehr es in diese Ausdauereinstellungen hineingeht, das heißt maximaler GPS-Modus oder Expeditionsmodus, da sieht man halt dann schon große Unterschiede, während Phoenix 7X und Phoenix 7X Pro im Expeditions-GPS-Modus sogar bis zu 139 Tage schaffen. Mit Solarunterstützung schafft die Epix Pro nur 27 Tage. Aber nimmt man jetzt die Einstellung alle Satellitensysteme und Multiband her, so sieht man, dass die Phoenix 7X und 7X Pro mit Solarunterstützung bis zu 41 Stunden schaffen, die Epix Pro aber mit deaktivierten Always-On-Display aber auch 38 Stunden. Also das sind schon beachtliche Werte trotz des AMOLED-Displays. Wie sieht es von der Softwareseite aus? Welche Funktionen haben Epix Pro und Phoenix 7X Pro, die die Phoenix 7X nicht hat, beziehungsweise noch nicht hat? Ich gebe euch hier einen kleinen Überblick. Wenn ihr mehr Detail dazu wollt, dann schaut euch gerne mein Testvideo zu Epix Pro an. Also eine der neuen Funktionen ist der sogenannte Hill Score. Das ist eine Funktion, die mir zeigt, wie gut ich beim Bergauflaufen bin. Der nächste Punkt ist der Endurance Score. Das ist eine Punktebewertung für meine Ausdauerfähigkeit. Je mehr Workouts ich mache und je länger die sind, desto mehr steigt dann dieser Wert. Beim Navigieren finde ich auf der Karte jetzt zwei neue Ansichten. Den Splitscreen. Hier sehe ich auf der linken Seite drei Datenfelder, auf der rechten Seite dann meine Karte und die Perimeteransicht. Hier habe ich einen schwarzen Ring um meine Karte, wo ich zusätzlich dann mehrere Daten mehr einstellen kann. Eine Funktion, die nur die Epix Pro hat, die Varianten mit dem MIP-Display nicht, ist der sogenannte Redshift-Modus. Hier kann ich mir die ganzen Menüs etc. in der Farbe Rot anzeigen lassen und hat den großen Vorteil, dass es im Dunkeln für das Auge besser abzulesen ist. Dazu gekommen sind jetzt auch Teamsportarten. Hier habe ich die Möglichkeit, mir Fußball, Basketball etc. als Aktivität einzustellen. Wenn ich die Taste rechts unten länger gedrückt halte, komme ich dann zu meinem Schnellzugriff meiner letzt geöffneten Widgets. Beim Wetterwidget kann ich, wenn ich ganz nach unten scrolle, mir jetzt eine Karte anzeigen lassen und kann dort ein sogenanntes Overlay darüber legen und sehe dann Niederschlag, Wind etc. Wenn ich bei einer Aktivität die Karte auswähle, habe ich die Möglichkeit, mir diese als Reliefkarte dastehen zu lassen. Hier sehe ich dann Steigungen durch so eine Schattierung dargestellt und bekomme dann ein besseres Gefühl über die An- und Abstiege. Und zu guter Letzt hat die Phoenix 7X Pro bzw. die Epix Pro auch eine Schnellladefunktion. Die Phoenix 7X braucht, bis sie circa vollgeladen ist, in etwa 2 Stunden und hier schafft es Garmin mit dieser Funktion die Ladelaufzeit ungefähr zu halbieren. Das klingt jetzt alles sehr stark nach Argumenten, sich die Phoenix 7X Pro oder die Epix Pro zu holen. Jetzt kommt aber das große Aber. Alle Features, die ich gerade genannt habe, kommen im Herbst-Update auf die ältere Generation auch. Das heißt, man kann grundsätzlich sagen, dass softwareseitig im Herbst alle gleich sind und es von der Optik her eigentlich nur das normale MIP-Display gibt, dann ein leicht verbessertes MIP-Display gibt und das AMOLED-Display. Ansonsten sind die Uhren eigentlich gleich. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sieht es jetzt mit der Pulsmessung aus? Ist der Elevate Generation 5 besser als der Generation
4. Der neue Sensor ist ja, wie schon erwähnt, größer, lässt weniger Licht von der Seite zu und soll demnach eine bessere Pulsmessung ermöglichen, speziell bei Aktivitäten mit starker Handbewegung, Armbewegung. Hier soll es wirklich große Unterschiede geben. Ich habe beide Sensoren bei diversen Sportarten getestet und ja, würde sagen, wir schauen uns das jetzt an. So, wir fangen bei der Pulsmessung mit den Beispielen für Laufen an. Was ihr hier seht, ist ein kleiner Straßenlauf mit ein paar Höhenmetern, sprich kleinen Steigungen. In Rot seht ihr hier den Brustgurt. Zuerst schalten wir oder legen wir mal die Pulsmessung der Phoenix 7X drüber. Und man kann erkennen, dass diese eine wunderbare Leistung gezeigt hat. Es kam natürlich zu kleinen Verzögerungen. Der Brustgurt ist immer schneller, aber im Großen und Ganzen konnte die Phoenix 7X eigentlich den Puls immer relativ gut messen. Man sieht einfach, das hat wunderbar geklappt. Wie schaut das Ergebnis mit der Phoenix 7X Pro aus und mit dem Generation 5? Ja, im Prinzip sieht man, dass das sehr ähnlich aussieht. Leichte Verzögerungen, aber im Großen und Ganzen konnte der Puls über den gesamten Lauf eigentlich sehr genau erkannt werden. Das heißt, man kann sagen, bei normalen Läufen, selbst mit leichten Pulsänderungen, sind beide Sensoren sehr, sehr genau. Also hier gibt es wirklich kaum Unterschiede. Spannender bzw. fordernder ist es schon bei diesem Lauf gewesen. Das war ein Intervalllauf. Man kann das relativ schön immer hier an den Spitzen erkennen. In Rot wieder der Brustgurt. Und wir schauen uns an, was die Phoenix 7 mit den Generation 4 hier geleistet hat. Man kann relativ gut erkennen, speziell im ersten und im dritten, ein bisschen auch im vierten Intervall, dass die Messung nicht optimal funktioniert hat, einfach stark verzögert war. Aber dann ab beim fünften, sechsten, siebten, achten, neunten und zehnten Intervall eigentlich sehr, sehr genau war. So, und wie hat es beim neuesten Pulsmesser geklappt? Ja, leider Gottes ist die Farbe so hellgrün. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, diese zu ändern, aber ich hoffe, man erkennt, dass diese wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Wenn man in die Details geht, sieht man beim ersten Intervall eine leichte Verzögerung und auch beim vierten eine leichte Verzögerung. Also Verzögerungen gibt es grundsätzlich immer, weil einfach die optische Pulsmessung immer etwas langsamer ist wie der Brustgurt. Aber trotzdem muss man sagen, dass hier der Generation 5 bei diesen schweren Bedingungen, ich meine, ein Intervalllauf ist jetzt nicht so leicht für einen optischen Herzfrequenzmesser. Und man sieht hier, dass der Generation 5 wirklich ganz, ganz tolle Arbeit geleistet hat. Ich werde euch jetzt beide noch einmal darüber legen für den Vergleich. Und man kann erkennen, dass der Generation 4 hier auch gut funktioniert hat, aber nicht so perfekt wie der Generation 5. Das heißt, bei so schwierigen Szenarien wie zum Beispiel bei einem Intervalllauf kann man hier definitiv eine Verbesserung feststellen. So, ich wollte natürlich dann wissen, wie sieht es beim Krafttraining aus, denn genau da verspricht ja Garmin eine Verbesserung. Hier sieht man wieder den Brustgurt, man sieht immer diese Ausschläge nach oben, wenn ich eine Übung gemacht habe, habe dann eine Ruhephase gehabt, wieder eine Übung, Ruhephase etc. Wir legen wieder die Werte der Phoenix 7 darüber und ja, was man hier erkennen kann, ist halt nicht so schön. Die Messung hat speziell in der ersten Hälfte kaum geklappt. Hier waren immer viel zu hohe Werte, dann ab der Mitte wurde es besser, aber ja, also von einer perfekten Messung weit entfernt. So, und wie schaut es beim Elevate Generation 5 aus? Man kann halt schon erkennen, dass das auch nicht perfekt ist. Speziell am Anfang gab es ja auch zwei große Ausschläge. Es wurde aber dann dennoch besser ermittelt als beim Generation 4, aber natürlich weit von perfekt entfernt. Legt man beide noch einmal darüber, sieht man, dass der Generation 5 bessere Arbeit leistet, aber von der Qualität einer Brustmessung noch weit entfernt ist. Mich hat auch interessiert, wie sieht es aus, wenn ich Cardio mache, beziehungsweise mit meinem eigenen Körpergewicht trainiere. Genau das habe ich hier gemacht. Das war eine Mischung zwischen Cardio-Training und Bodyweight-Krafttraining. Hier hat mir das Ergebnis von beiden Sensoren sehr gut gefallen. Die Phoenix 7X konnte hier den Puls eigentlich fast die ganze Zeit wunderbar erkennen. Ein paar kleine Ungereimtheiten, aber im Großen und Ganzen war das eine wirklich sehr gute Leistung. Der Generation 5 zeigt hier ebenfalls eine ganz, eine tolle Leistung. Vielleicht eine Spur genauer und eine Spur besser, aber nicht viele Unterschiede. Ich lege beide
Pulsmessungen darüber. Hier sieht man nicht wirklich viele Unterschiede. Beide Sensoren leisten hier eine tolle Arbeit. Der Generation 5 ist vielleicht einen kleinen Tick besser, aber wirklich nicht viel. Was die Pulsmessung betrifft, kann man festhalten, dass der Generation 5 sehr wohl eine Verbesserung darstellt, man aber keine Wunder erwarten darf. Beim Laufen fällt der Unterschied am wenigsten ins Gewicht. Hier war der Generation 4 ebenfalls gut. Man sieht einfach nur, dass der Generation 5 einfach ein bisschen schneller reagiert und einfach genauer ist. Bei Krafttraining, Cardiotraining und wahrscheinlich auch beim Radfahren erkennt man dann sehr wohl Unterschiede, aber für eine ganz genaue Messung wird man dann trotzdem zum Brustgurt greifen müssen. Mein Fazit ist also, habe ich gar keine Uhr und möchte das Aktuellste vom Aktuellen, dann muss ich mich nur entscheiden, ob ich ein MIP-Display, ein MIP-Display oder ein AMOLED-Display möchte. Ist mein Geldbeutel etwas schmäler, dann bekomme ich mit der Phoenix 7X sehr, sehr, sehr viel für mein Geld. Abstriche muss ich kaum machen. Im Prinzip ist es egal, welche Variante ich nehme. Ich bekomme eine super Sporttour mit den umfangreichsten Gesundheits- und Trainingstools, die es überhaupt am Markt gibt, mit einer Bomben-Akkulaufzeit und so robust gebaut, dass sie wahrscheinlich die Apokalypse überleben könnte. Wie seht ihr die Sache? Habt ihr euch eine der drei Uhren geholt? Und was waren eure Beweggründe? Schreibt es mir bitte in die Kommentare oder kommt in meine Telegram-Gruppe und wir unterhalten uns persönlich darüber. Lasst mir ein Like da und abonniert meinen Kanal, um auch zukünftig keine Videos zu verpassen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.